könnte langsam sauer werden. Sorry. Eine einzige Stelle übersehen und. Boah. Und ich zerbrech mir echt den Kopf drüber. Also, ich habe das Rätsel fast gelöst. Ich habe eine Sache übersehen. Ich habe übersehen, dass ich hier diesen Stein noch rausziehen kann. Und den dann raus auch noch rausziehen. So. So. Fertig. Boah. Und ich zerbrech mir im letzten. So, den Kopf drüber. Das war hart. Das war echt hart. Oh mein Gott. Das ist, denke ich, nur noch wirres Gespringe. Wirres Gespringe. Moment mal. Ich habe ja noch nicht verraten, wie man große Putblocks erklimmt. Bevor du dir ein großes Putblocks verkaufst. Solltest du erst einen Überblick verschaffen. Auf diese Weise kannst du dein Vorgehen planen und so kletterst du dich auch leichter. Halte R gedrückt, um das komplette deine Schritte zu planen. Okay. Ich habe das Gefühl, dann sollte ich etwas hinfliegen. So. Da? So. So. So geht's doch. So. Ich bin ein kleines, was auch immer. Und ich springe ein blauer Saum. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Oh, ja. Oh mein. Toll. So, was mache ich jetzt? So. Der hätte vorne sein müssen. Warte mal. So. So ist es, denke ich, etwas einfacher. Genau. So komme ich auch leider hoch. Und ja, geschafft. Und ja. So, das war's. Ich musste das nur auf der anderen Seite machen. Dann geht das auch etwas klar. Und schnell. So. Unsere vorletzte Aufgabe. Nummer 1. Aufgabe 1-9. So. Start. Den schiebe ich ein bisschen dahin. Und so, fertig. Geschafft. Das war schnell. So. Den habe ich auch.
Und mein letzter. Meine letzte Aufgabe. Nummer 20. Aufgabe Nummer 20. Ja, die sieht ziemlich lang aus. Was muss ich nur machen? Was soll ich tun? Was soll ich tun? So. In welchem Universum schaffe ich das, dass das dahin geschoben werden kann? Muss es nur irgendwie schaffen, da rauszukommen. So, jetzt ist es schon wieder das Spiel. Warte mal. Geschafft. Ja. So, und den dahin. So. Geschafft. Boah. Das. Noch die Kurve bekommen. Boah. Kann ja nicht sein, dass ich zum zweiten Mal an einem Rätsel hänge. So. Alles geschafft. Und alle 10 Kinder gerettet, ja. Fortschritt. Alle gerettet, yeah, yeah, yeah. Stimme lachen. Gerettet, super. Autsch, weiter. Ach, Malu, bitte mache dir keine Sorgen um mich. Mach ich doch gar nicht, Meister Malu. Ein Schiff der Poolblocks Welt Expo steuert nur schnurstracks auf das auf dem Bootsteg zu. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ab sofort steht ein Schiff bereit, das uns zum Poolblocks Welt Expo bringen kann. Die Poolbox Welt Expo ist ein wundervoller Ort, an dem du Poolbox aus aller Welt findest. Du kannst dich dort an neuen Poolbox versuchen und sie bei Bedarf kommentieren. Wenn du möchtest, kannst du dort auch eigene Poolbox mit anderen Spielern teilen. Klingt das nicht spannend? Na dann, nichts mehr. Und zu Poolbox
Schmelzungspunkt zu gelangen, begib dich einfach zum Bootsteck südlich von hier. Falls du einen eigenen Poolbox erstellen willst, schau ruhig mal im Poolblock-Studio vorbei. Ja, der Gebäude sieht nun ein bisschen aus wie ich. Du kannst es gar nicht verfehlen. Ja, und falls dir ein besonderes, tolles Poolblocks gelingt, send es zur Poolblocks Weltexpo. Klar, mal, mein Jochen. Ich bin untröstlich, aber mit meinem kaputten Rücken werde ich dir leider keine große Hilfe sein. Deshalb wirst du deinen Weg von nun an allein fortsetzen müssen. Was? Aber durchsicht, um mich keine Sorgen zu machen. Versprich mir nur, dass du alle Kinder rettest. Die Poolblocks-Welt-Expo freigeschaltet. Du hast das Poolblocks-Studio freigeschaltet. So, ich beende nun kurzfristig den Part, weil den Tutorial fertig gemacht habe. Und wir machen dann beim nächsten Mal weiter mit Waldbilder. Ja, okay, bis dann, ciao.